Stress, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raus aus dem Hamsterrad und wie du stattdessen dahin kommst, wo du wirklich hin willst. Wenn du dieses Video bis zum Ende schaust, erfährst du, wie du gelassener mit anderen umgehst und dir das hilft, deinen Stress zu reduzieren. Stress und die anderen ist das Thema des heutigen Videos. Und jetzt wirst du vielleicht gleich sagen, ja klar, also andere machen mir auf jeden Fall Stress. Mein Chef zum Beispiel, meine Kollegen, vielleicht in der Familie irgendwelche Verwandten und Bekannten. Und dann kann man natürlich sehr einfach den anderen die Schuld geben. Aber ganz so einfach ist es nicht. Stress kann entstehen durch Erwartungen. Und nicht nur die Erwartungen, die du selbst an dich stellst, sondern Erwartungen, die andere an uns stellen. Und jetzt ist die erste Frage, stellen die anderen wirklich diese Erwartungen an dich oder ziehst du dir den Stiefel nur an? Empfindest du das so? Und wenn andere Erwartungen an dich stellen, dann frag dich mal, ja, was heißt das? Letztendlich sind die Erwartungen der anderen das, was sie sind, nämlich die Erwartungen der anderen. Und jetzt liegt es an dir zu entscheiden, willst, musst, kannst du diese Erwartungen der anderen überhaupt erfüllen? Und wenn ja, wie lange willst du das machen? Machst du das mal oder willst du das immer tun? Zum Beispiel an einer Stelle bleiben, wo dein Chef permanent Dinge von dir erwartet, die du eigentlich gar nicht tun willst, bei denen du zum Beispiel in einem persönlichen Wertekonflikt bist. Also, die Erwartungen der anderen helfen dir zu reflektieren, was du eigentlich wirklich willst. Sieh es also positiv. Die Erwartungen der anderen helfen dir, festzustellen, wo du selber stehst und was du selber willst. Ein häufiges Thema in meinen Coachings sind übrigens die unterschiedlichen Erwartungen der älteren Generation gegenüber der jüngeren Generation. Viele junge Leute heutzutage haben völlig andere Vorstellungen an die Work-Life-Balance als die ältere Generation und verstehen nicht, dass die ältere Generation die Einstellung hat, Beruf ist Berufung, da kann man Überstunden machen, wir haben früher auch 12 Stunden gearbeitet oder Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Wichtig ist also zu akzeptieren, dass du andere Erwartungen an dich selber stellen kannst als die anderen an dich. Das immer wieder abzugleichen und zu überlegen, was willst du wirklich? Eine weitere Falle bei dem Thema Stress und die anderen ist das, was die anderen haben oder sind oder darstellen. Das heißt, tappe nicht in die Falle des Vergleichs. Vergleiche dich nicht mit anderen. Denn der Vergleich mit anderen ist eine Hauptquelle für Unzufriedenheit. Das glaubst du nicht? Doch, ich gebe dir ein Beispiel. Angenommen, du bekommst eine Gehaltserhöhung. Super, du freust dich unheimlich, der Chef schätzt deine Arbeit und honoriert das Ganze mit einer Gehaltserhöhung. Was glaubst du, wie lange du dich freust? Zum einen ist belegt, dass diese Freude über die Gehaltserhöhung nicht besonders lange anhält. In der Regel nur einige Monate, dann gewöhnt man sich daran. Aber es kann auch sein, dass die Freude über die Gehaltserhöhung sofort dahin ist, wenn du nämlich erfährst, dass dein Kollege im Büro die doppelte Gehaltserhöhung bekommen hat. Und dieses Vergleichen mit anderen verschiebt immer mehr das Niveau unserer Zufriedenheit. Wenn wir uns zum Beispiel ein Auto kaufen, der neuesten Generation, eines SUV, dann freuen wir uns genau so lange, bis der Nachbar ein größeres Auto hat. Und wenn wir uns ein kleines Häuschen im Grünen kaufen, dann freuen wir uns auch nur so lange, bis wir den Kollegen besuchen, der eine Villa am Stadtrand in bester Lage mit großem Umschwung hat. Also, was für eine Konsequenz hat das Ganze? Vergleiche dich einfach nicht mit anderen. Sonst steigst du in die sogenannte Tretmühle des Glücks ein und musst höher, schneller, weiter. Und das ist genau das, was das Hamsterrad im Alltag antreibt. Wenn du dich mit anderen vergleichst, wenn du dich den Erwartungen der anderen ständig unterordnest
Und wenn du dabei den Blick verlierst, wo stehe ich, was möchte ich und was habe ich eigentlich? Also schätze das wert, was du hast und sei auch mal mit dem zufrieden. Und lasse den Vergleich mit anderen sein. Wichtig ist, dass du mit dir gut zurechtkommst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und möglichst vielen Kollegen und Freunden empfiehlst. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Deine Sabine.